Yo, was geht ab, Leute? Leon Marcher hier am Start. Herzlich willkommen auf dem Universum-Kanal. Es geht wieder heiß her, Digga. Mo Abdallah ist wieder da, Digga. Warum? Ja, und zwar habe ich gestern einen Anruf aus dem Altersheim bekommen. Mein Großvater ist erneut ausgebrochen. Und ich bin auf der Suche. Ich habe mich sofort in den Zug gesetzt. Ich bin total besorgt. Familie ist am Brodeln. Und wir haben ihn gestern den ganzen Tag gesucht. Ich finde ihn einfach nicht. Wen denn jetzt? Den Kameramann an der Seite, mein Großvater. Kameran? Aber wo ist Kameran? Der ja, soll doch jetzt hier sein. Wo ist Kameran, Frage. Leute? Ich hab ihn überall gesucht. Können die mal sagen, kann jemand mal Kameran anrufen? Weil ich habe keinen Bock hier. Immer kommt irgendjemand zu spät. Da muss man sagen, bei diesem Face-to-Face. Er ist total verwirrt und ist hier bei euch im Gym und macht wieder Ansagen an irgendwen. Ein kleines Aggressionsproblem, aber ich habe ihn ja lieb und wir schaffen das. Aber ihr habt gesehen, ihr habt die ganze Zeit gestichelt, Digga. Gestern schon, diese ganzen Stories hin, her. Ja. Hast du ihn wirklich so auf den Kicker? Ich habe den Kameramann nicht auf dem Kicker, das schlussendlich mein Großvater. Aber ein bisschen Hass ist da schon drin, Digga. Kein Hass. Man merkt schon ein bisschen, Digga, ihr wollt prügeln. Bruder, jemand, der in den Ring geht, will nicht schmusen. Ja. Jemand, der in den Ring geht, haut nicht seinen Großvater. Ja, also im Endeffekt, das ist ja eine Sportart. Da ist Großvater, Kameramann! Wo bist du? Ich hab dich hier reingesucht. Ja, Digga. Guck mal hier, Digga. Kameramann! Locker, Leute, warum muss immer jedes Face-to-Face so losgehen? Könnt ihr nicht einmal ganz normal sitzen? Einfach mal ganz normal sitzen. Nur hinsetzen. Wie hast du mich gesucht? Wie ich Penner suchst du mich in Stand-up oder was? Hä? Also wenn du dich wie ein Penner 10 Uhr fühlst. Abend. Wenn du dich ja wie ein Penner fühlst, dann kann ich ja nichts dafür. Ist mal. Großvater. Leute, ich hab doch einen Anruf bekommen. Warum machst du das? Warum rennst du weg? Ich bin Großvater. Du hast auch Luftdruck jetzt. Luftdruck? Ja. Ich hab keinen Luftdruck. Ja. Was ist jetzt hier passiert? Warum habt ihr Streit? Was ist los? Der hat mich gesucht. Ja, okay, gesucht. Und jetzt habt ihr euch gefunden? Ne, der hat gesagt, ich will auf der Suche nach Kameran so. Ja, einfach so. Aus dem Nix. Aber wollt ihr jetzt kennen? Ich bin aufgewacht. Leute, was ist euer Ziel? Guck mal, ich bin aufgewacht und dachte mir einfach nur so. Universum Boxen will alles sportlich klären. Wir wissen, Action, nice, die Leute haben Bock drauf. Ist alles aber okay? Warum blutest du hier? Ruf mal mit den Arzt. Ey, blutest du ein bisschen bei der Nase, du hast ein bisschen Blut. Egal. Hat jemand ein Taschentuch oder so? Ja, alles gut. Was ist normal, alles gut. Also, was ist euer Ziel? Wollt ihr jetzt miteinander boxen? Also, ich sag dir, was passiert ja, bitte. Und zwar, ich bin wach geworden, auf einmal sehe ich bei Instagram. Aber bitte, Kurzversion, Bro. Ganz kurz. Großvater ich, und so. Ich bin wach geworden und dann sah ich auf Instagram, dass der Kameramann mich herausgefordert hat. Und dann habe ich mich sofort auf den Weg nach Hamburg gemacht, um ihn zu suchen. Und endlich haben wir uns gefunden. Ja, ich habe ihn herausgefordert, aber... Warum? Aber ich habe ihn nicht gesagt, komm mal nach Hamburg und frag mal irgendwelche Leute, die haben keine Ahnung über diese Kampfsport. Also bei uns in NRW, und wenn du nach NRW Zigarette und dann kennst du den. Wenn du bei uns nach NRW kommst, wirklich, wenn man bei uns nach NRW kommt und fragt, kennst du Mo Abdallah, dann sagen wir, ja, da und da, geh, fahr da und da hin. Ich habe hier bestimmt ja, okay, 30, 40 Leute gefragt. Leute, wenn es gleich nicht hier ruhig ist, kämpfe ich beide gegen euch. Ich habe 30 bis 40 Leute gefragt, kennt ihr Kameramann? Nein, noch nie gesehen. Ich so, hä? Ich sag, Kameramann ist Hamburg. Digga, das war echt. Das war echt gar nicht lustig, Digga. Ich bin doch kein Penner, du so. Leute, was ist los mit euch, Digga? Wir wissen, dass du Aggressionsprobleme hast. Versuchst auch, Schlägereien im Altersheim anzuzetteln. Aber so gut. Ey, einmal bitte hinsetzen, ehrlich. Lass uns das mal einmal holen. Mal bitte ein neues T-Shirt. Ey, wirklich, Digga. Ich muss euch einmal entspannen. Wir haben hier Mikros alles. Weißt du, ich mein? Bro, guck mal hier, Mikros hinter den Dingen. Digga, weißt du, das geht alles kaputt. Ja, aber das geht kaputt. Ich hab eigentlich gemacht, was habt ihr abgemacht? Einmal bitte, Digga. Ich mach doch gar nichts, Digga. Ja, du machst nicht, Bruder. Ganze Mikrofon-Equipment gibt. Okay, ich glaube, jetzt wissen wir, von wo der Streit kam, von welche Richtung, Digga. Kameramann, was ist dein Ziel? Weil jetzt muss ich auch mal unangenehme Fragen stellen. Guck mal, du hast jetzt verloren gegen Ben. Davor hast du auch verloren.
Wie davor, wo habe ich verloren? Ich war Boxen, aber bei Smolik, das war MMA. Das hat nichts mit Boxen zu tun. Okay, gut. Nehmen wir mal an jetzt her. Also, die Leute haben abgespeichert. Bruder, die Leute haben... Ja, ich weiß, ja. Aber ich habe davor... Ich weiß, aber ich will dich was fragen jetzt. Ja, weißt du, ich meine? Guck mal. Was hier, du willst jetzt gegen Mo Abdallah kämpfen. Was ist dein Ziel? Du willst ihn besiegen. Ja, natürlich, wenn ich... Was, wenn du wieder verlierst? Wenn, gibt es nicht bei mir. Wenn ich reingehe, ich will gewinnen. Aber wenn das vorkommt, dann ist das so. Aber mit Vorgedanken gehe ich nicht rein, dass ich verliere. Das war kein Vorgedanken, so dass ich auch reingehe und verliere. Weil man muss sagen, guck mal, Sinan G hat auch einen super Job gemacht. Sinan G ist kein Boxer. Du kommst ja aus dem Kampfsport, ne? Ja. Das Ding ist, ich wusste direkt, Alter, ich war auch für Sinan G, Bro. Ich weiß, vorher waren wir ja nicht, ne? Ich habe was anderes gehört. Ich war ja für Sinan G, Bro. Ach so. Ich war für Sinan G. Mo ist ein super Typ. Jetzt, ja. Digga, wäre ich, ne, Gleichstand. Das Ding ist jetzt, Mo, wusste ich, er hat eine Reichweite. Er ist groß, er ist schwer. Ja. Guck mal, der war gefühlt zwei Köpfe größer wie Sinan G. Ja. Jetzt haben wir genau dasselbe. Ich bin etwas größer. Etwas größer. Und ich habe etwas mehr Erfahrung als... etwas mehr Erfahrung, fast 95% mehr Erfahrung als Sinan G. Aber Sinan G ist gut. Warum hat dich dann Sinan im Sparring zweimal K.O. gehauen? Der hat mit mir im Ring noch nie gestiegen. Es gibt Videos, weiß ich gar nicht. Der ist guter Rapper, ist kein Thema, aber der ist Kämpfer. Meinst du? Ja. Okay. Wenn du meinst, okay. Aber das war schon 30 Sekunden, oder? Was denn? 30 Sekunden hast du ihn ausgenutzt. Nein, das stimmt. Nein. Aber mit Ben habe ich doch 3 Runden gekämpft. Dann du bin hast ich 3 Runden gegen Ben gekämpft? Ja, 3 Runden gegen Ben. Und da hat er geschrien. Warte mal, ich habe den Gehörschutz. Ich habe nur am Schreiben. Du bist lustig, gell? Langsam, ich mag dich, wirklich. Langsam, ich mag dich. Der klappt doch, Alter. Da braucht ihr ja nicht kämpfen jetzt. Nein. Ich habe ihn her. Ja. Hörst du uns? Ich will dich kurz was fragen, weil ihr meintet gerade Ben Fresh. Ganz kurz ab, Bruder. Ihr meintet gerade Ben Fresh. Er meinte, er hat 3 Runden gegen Ben Fresh gekämpft. Bro, du hast gegen Ben Fresh Sparring gemacht. Ja. Ben ist ein super Boxer. Da sahst du auch nicht so gut aus. Sparring war das jetzt nicht. Ich war hier. Wir sind morgens früh losgefahren aus Düsseldorf. 5 bis 6 Stunden hier angereist. Wir hatten Interviews, wir hatten Face-to-Face, Face-off und so weiter und so fort. Ich war super hungrig. Und Sparring ist nicht... Ich bin nicht zum Sparring hier gekommen. Die Kameraleute haben gesagt, wir möchten ein paar Fotos machen, ein paar kleine Aufnahmen, wie ihr zusammen halt Sparring macht. Ich hatte nicht mal Schuhe dabei. Das heißt, du warst nicht in Form? Ich war in Form, Top Form. Also, aber ich war nicht hier zum Sparring machen, es war Media Day. Und dann haben aber Bro, jemand, der einen Boxer sagt, lass Sparring machen, egal wie, wann, wo, der würde sogar mit Flipflop Sparring machen. Nein, das bist du, weil du kein Profi bist. Das aber ist der Boxer würden die das machen? Nein, würden nicht. Ach so, Entschuldigung, dann Sinan ist Profi? Du bist kein Profi, Sinan ist Profi? Nein, habe ich nicht gesagt. Aber das Ding ist, Sinan hat seinen Mann gestanden, wir hatten... Ja, ja, das ist normal. Ja. Ich respektiere ihn, ja, und ich er auch. Hat super Fortschritte gemacht. Ich respektiere jeden Kämpfer, im Kampf ich wir waren, steht. Wir waren hier zum Media Day und das ist kein Sparring. Das war kein Sparring. Sparring ist mehrere Runden, man wärmt sich vernünftig auf, um sich nicht zu verletzen, und ich hatte nicht mal Equipment dabei. Okay, ich verstehe. Ne? Also, was ist euer Ziel, Jungs? Was ist euer Ziel? Bro, du kommst aus dem MMA, Bro, du aus dem Kickboxen. Was ist euer Ziel? Ihr macht jetzt Boxen. Du hast jetzt letzten Kampf gegen einen Influencer gewonnen. Du jetzt gegen einen Boxer verloren. Was ist euer Ziel? Wenn ihr beide gewinnen solltet, wohin wollt ihr gehen? Wohin geht die Reise? Weiter, du gewinnst jetzt. Ich guck bei Universum Promotion, so was entscheidet. Ne? Ich bin unter Universum Box Promotion, ne? Was sie entscheiden, dann ich akzeptiere auch. Ne? Ja, natürlich, aber hast du nicht ein Ziel? Ich wüsste zum Beispiel... Weiter boxen. Aber hast du einen Traumkampf? Wo du sagst, den will ich wieder oder gegen den will ich kämpfen? Das ist schon ein Traumkampf. Gegen Mo? So. Ja, weil der ist Kämpfer, wir kommen aus gleicher Szene. Und K1, ja, macht Spaß. Macht mir Spaß. Was ist dein Ziel, Bro? Was ist dein Ziel? Was ist dein Traumfight? Mein Traumfight. Ich bin jetzt mal, um diese Frage zu überspringen, ich... Du gewinnst den Kampf gegen Kamper. Ja, und dann schauen wir weiter. Ich schaue immer nur zum nächsten. Wer sagt das? Wie kommst du da? Ich sage als Beispiel. Ich habe auch gerade gesagt, du gewinnst. Ach so, nein. Was ist dein Ziel, wenn du gewinnst? Ich gewinne auch nicht. Vor Kampf keine Gewinn. Wir gehen rein, wir schauen da drinnen. Okay. Ist alles da drinnen passiert. Danach kann man sagen, ich habe gewonnen. Wie gesagt, also ich habe jetzt...
mir nichts dabei gedacht. Ich bin wach geworden, habe die Herausforderung gesehen, dachte, ich gehe mal hin, gucken, wo der Schuh drückt. Und anscheinend will der Kameran den Kampf. Kameran ist ein erfahrener Mann, ist ein starker Mann. Dankeschön. Der ist, wie gesagt, also ich respektiere ihn. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn er den Kampf haben will, wenn Universum den Kampf veranstalten will, wenn die Menschen den Kampf sehen wollen, ich bin jederzeit bereit. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich respektiere dich auch. Ja, wir sind alle im Kampfsport und Respekt ist A und O. Ne? Was das passiert, das habe ich auch vielleicht auch falsch eingenommen gestern. Der hat mich gesucht oder Altersheim und so. Ein paar Dinge, ein paar Wörter ist okay, aber der hat mich gesucht. Das ist auch meine Stadt, das ist meine City. Ich bin auch immer aktuell, ich bin da. Ich bin nicht der Stärkste, aber ich bin nicht schlecht. Mal, begrüßt euch mal. Ismail, gut. Ja. So. Was geht, Ismail? Alles gut? Na. So, ja. Bleib mal ein bisschen sitzen. Komm, ein, zwei Minuten. Oder eine Minute kann ich okay, mal auch. Okay, komm. Sitz ich mal hin, Nein, nein, bleib mal sitzen. Ich bleib mal stehen. Erstmal natürlich Respekt an die Schwergewicht, die auf Influencer kommen oder aus dem Kickbox-Bereich oder MMA. Und dass er jetzt die Plattform bei Universum und beim richtigen Boxen zu treten. Der Kampf muss aber unter 10 Unzen, drei Minuten, richtige Profikampf. 10 Unzen? Ja, wir machen nächste Veranstaltung keine Influencer, sondern nur Profikämpfer. Wie viel hast du gekämpft vorher? 10. Also ich habe immer 10, außer beim letzten Kampf 14. Oh, du Scheiße. Ich also immer der 10. Kampf wird nur, also wir machen nächste Veranstaltung nur Profiboxen. Da wird keine Influencer sein und nur unter 10 Unzen und drei Minuten und mindestens... Wie viele Runden? So, das könnt, wenn ihr euch einigt, dann können wir ist das mindestens egal, sag du. 4 bis 6 Runden. Ja. So, dann machen wir eine Face-to-Face. Okay? Ja. So, aber fair bleiben, Jungs. Wir haben eben gesprochen. Wir wollen das Gleiche nicht nochmal sehen. Großvater Kamran. Na, ich schick dich wieder zurück ins Altersheim. Gib dir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ich schick dich der Kampf wird ein geiles Ding. Zwei Kampfsportler, die aufeinandertreffen von einer anderen Plattform.